shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch. Und zwar, ich habe mich den ganzen Tag heute mal so mental darauf vorbereitet, euch den neuen Gegnermodus In and Out vorzustellen. Ich dachte mir so, nach dem Arbeiten gehe ich schön nach Hause, hock mich vor die Playstation, zock den ganzen Tag oder so, ja, bis abends halt den neuen Gegnermodus, um euch da wirklich so ein repräsentatives Ergebnis zu zeigen und vorzustellen. Das hat dann schon angefangen, dass ich irgendwie, ja, in keine Sitzung wirklich reinkam. Ich weiß jetzt nicht, ob es an GTA 5 lag oder an sonst was, aber ich dachte mir dann, also wenn ich schon in keine Sitzung reinkomme, dann mache ich das an einer geschlossenen Sitzung und lade dann erstmal ein. Es kam natürlich keiner, dann dachte mir, okay, der neue Gegnermodus, normalerweise spielt man den die ersten Tage auf jeden Fall ziemlich viel und danach wird es halt immer weniger, bis dann gar nicht mehr. Aber es kam halt dann keiner. Dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich in die Open Lobby, probiere es halt nochmal, hat dann auch geklappt, habe dann nochmal eingeladen, es kam wieder keiner. Dachte mir, es gibt sogar nicht einen neuen Gegnermodus und keinen interessiert. So, wahrscheinlich haben es die Leute gar nicht mitbekommen. Dann dachte ich mir, okay, dann gucke ich, dass ich irgendwo bei jemandem beitreten kann über schnellen Job und so. Gegnermodus, natürlich immer irgendwas anderes geladen. Dachte mir, es gibt sogar nicht, keiner spielt den neuen Gegnermodus. Irgendwann habe ich es dann doch geschafft, den neuen Gegnermodus zu starten. Irgendwann mal drei Spieler, wollten auch nicht mehr beitreten. Dachte mir, ja, scheißegal, ich möchte wissen, was es für ein Modus ist. Ging dann los mit fünf Leuten, dachte mir, ah, okay, immerhin fünf Leute, macht dann ein bisschen mehr Spaß. Und musste dann eigentlich feststellen, dass es sowas ist wie ein Capture. Und dachte mir, ja, okay, ja. Also beim Capture schwenke ich das Gute daran, da hat jedes Team, ist quasi gleichzeitig Angreifer und Verteidiger. Bei dem Gegnermodus ist irgendwie das eine Team ein Angreifer und das andere Team Verteidiger. Macht so nicht so viel Spaß, muss man sagen, weil es gibt ja schon das wie Capture, das ist so wie beim Deathmatch, wenn jetzt ein Gegnermodus kommt, das heißt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, irgendein blöder Name von Rockstars halt, und das eine Team lässt sich abschießen, das andere Team schießt nur, also es ist irgendwie, ja, wie ein Capture, nur halt langweiliger, muss ich ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz dachte ich mir schon bei der Arbeit heute, falls es mit dem Gegnermodus nichts wird und ich keinen Bock drauf habe, das Video euch zu zeigen, weil der Gegnermodus wirklich scheiße ist, dachte ich mir, da gibt es bestimmt coole Outfits und ich zeige euch, wie ihr die coolen Outfits in dem neuen Gegnermodus natürlich in den freien Modus bekommt und dann abspeichern könnt. Und ja, ich habe diesen Gegnermodus gestartet und siehe da, es sind absolute Kack-Outfits. Also einmal Lowrider und das andere, keine Ahnung, ich habe schon wieder den Namen vergessen, weil das so unwichtig ist. Ja. Also, ich zeige euch trotzdem den allerbesten Outfit-Glitch, den es überhaupt gibt. Richtig geil. Und zwar, wenn ihr dieses Outfit von diesem hammergeilen Gegnermodus auch haben wollt, dann müsst ihr jetzt das Interaktionsmenü öffnen. Geht auf Inventar und Accessoires, geht ganz runter auf die Helme, drückt dreimal X, geht eins hoch, drückt nochmal dreimal X, verlasst das Interaktionsmenü und sucht euch eine neue Sitzung und ihr habt dieses geile Outfit auch im freien Modus. Könnt dies natürlich auch abspeichern und all eure Freunde werden sagen, boah, geiles Outfit, wie hast du das hingekriegt, bla bla, das, langweilig. Also der Outfit-Glitch ist so beschissen, also der Glitch an für sich nicht, also der Glitch ist einer der besten Outfit-Glitches, den wir jemals hatten, glaube ich, weil einfacher geht es einfach nicht. Founder von dem Glitch ist World Finest Game of Fraps und Snake, aber das Outfit, das ist halt kackwurscht. Ja, es tut mir wirklich leid, ich habe wirklich jetzt auch die letzten zwei Stunden mit dem Gedanken gespielt, das Video nicht hochzuladen, aber weil ich irgendwie den ganzen Tag schon im Kopf hatte, dieses Video unbedingt zu bringen, habe ich mich jetzt doch entschieden, sehr spät auch dieses Video hochzuladen und euch zu zeigen. Aber Jungs, es tut mir wirklich leid. Es ist langsam wirklich ein Armutszeugnis von Rockstars. Also das, was Spaß macht, das sind die ganzen Glitches, das patcht Rockstars sofort. Das, was nicht Spaß macht, Gegnermodis oder permanent teure Autos ohne den passenden DLC dazu, das bringt Rockstars permanent. Und es ist eigentlich so langsam... Ich wollte es nie aussprechen, weil ich nicht einer von denen sein wollte, der es wirklich ausspricht, sondern das wirklich bis zum Schluss durchhält, bis Red Dead Redemption 2 oder GTA 6 wollte ich es echt durchziehen, aber mir fällt es wirklich schwer, jetzt noch großartig wirklich motiviert bei der Sache zu sein, weil es ist wirklich jetzt am Ende so langsam. Also es hat jetzt wirklich so einen Tiefpunkt erreicht, wo noch nie da war. Ja, wollte ich nur mal loswerden und ja...
Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich werde auf jeden Fall jetzt am Wochenende nochmal ein paar Videos hochladen, das auf jeden Fall. Und hoffentlich endlich mal wieder was Gescheites. Ich habe mal vor, am Wochenende, schon ein langes Wochenende für manche Leute, für mich jetzt nicht, weil ich am Freitag arbeiten muss. Aber für die Leute, die ein langes Wochenende haben, werde ich natürlich auch wieder ein Abo-Zocken organisieren. Und dann können wir noch einen kleinen Glitch machen, der auch schon wieder etwas älter ist, aber hoffentlich nicht in Vergessenheit geraten ist, damit es für den einen oder anderen dann doch was Neues ist. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt von mir und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Jungs, haut's rein, macht's gut, euer Zeddy.